Ach! Ich hätte mir das gar nicht angucken müssen. Guck mal, kann ich das irgendwie vorspulen? Ja, das können wir auf jeden Fall überspringen. Das haben wir schon gesehen. Ach, das andere war nur der Prolog gerade. Also brauche ich mir auf jeden Fall die Missionsbesprechung offensichtlich nicht ansehen. Die kommen sowieso. Das ist schon mal gut zu wissen. Bei den alten Teilen war es, glaube ich, nicht so. This is Snake. Do you read me? What's the situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. Ah. AT Corps unmanned bipedal weapons, officially designated Irving by the US military. They've spread like wildfire among the PMCs. There are more of those things now in service than tanks. They've got tough armor plating and are highly agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. Unmanned. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. You really think he's here? You'll have to find the Army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival. You'll find it up ahead. Mark II? It's a remote mobile terminal. Sonny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area as well as any battle situation data. You should find it before you do anything else. Okay, got it. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Ah, okay. Wahrscheinlich kriege ich jetzt dadurch dann auch eine kleine Minimap oder sowas in der Richtung. Ah! Bitte. Da, ich habe was weggedrückt. Ah, hier ist Octocamo. Man sieht, ich bin offensichtlich jetzt getarnt. Aber ich verstehe nicht, das ist für mich nicht an die Wand drücken, ganz ehrlich. Also ich würde normalerweise so mit dem Rücken an die Wand, ne? So wie es man aus den alten Teilen auch, halt auch kennt. Aber gut, egal. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Was können wir hier machen? Achso, nur Leichen verschleppen, okay. Brings! Tatsächlich! Wie geil ist das denn? Okay. Ja, gib her. Ich will mehr von dir. Hm, schade. Okay, ich mache hier Lärm. Da muss ich, glaube ich, auch aufpassen. Aber die können mich garantiert auch hören, die Gegner. Dankeschön. Wie? Didet. Nix didet. Wie komme ich jetzt da rein? Das ist echt so schlecht, ne, dass ich hier nicht mal weiterkomme. Das ist echt mega traurig. Warte, die Leute sind weg. Okay, sehr gut. 30% Tarnung habe ich immerhin ja noch. Geh ich mal weiter, ne? Benzinbombe, eine improvisierte Brandgranate. Nahbereiche gehen bei Einschlag in Flammen auf. Die Granate mit der L1-Taste bereit machen und mit der R1-Taste werfen. Die Wurfkurve mit dem rechten Stick regulieren. Wenn Snake auf dem Rücken liegt, die R3-Taste drücken, um zwischen einem Überkopfwurf oder einem normalen Wurf zu wechseln. Hä? Wenn Snake auf... Warum sollte er auf dem Rücken liegen? Ja. Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, um echt zu sein. Ah, Kirchenglocken draußen. 19 Uhr haben wir jetzt. Ja. Pack mal mit rein. Warum nicht? So. In this war, neither side is your enemy. There's no point whatsoever in you getting into a fight. Got it? Ich würde ja gerne, aber ich habe nur gerade die Peilung, wie ich hier
wegkommen soll. Ah, okay, die hauen ab. Das ist nett. Noch mehr Munition. Also Munition finden wir hier wirklich en masse. Scheiße. Niemand? Los, tarn dich, tarn dich, tarn dich. Scheiße. Der sieht mich. Ah, oh, auf die Fresse. Super, ich denn. Kann ich die nicht werfen oder so? Ja, komm. Dann kann ich mich auch töten lassen. Ganz ehrlich. Wie schlecht. Arsenalkompresse. Wie gesagt, gegen Muskelkater, schmerzende Gelenke und blaue Flecken schleppt Psyche wieder her. Zum Einsatz im Objektmenü die OK-Taste drücken. Oh geil, dass mich ungefähr 430 Maschinengewehre abknallen. Und ich habe einen Stresslevel von 20%. Hi. So, leck mich. Was du denn her, du Penner? Die hab ich nicht kommen sehen. What the fuck? Okay. Mit der L-Taste bereit machen und mit der R-Taste feuern beim Ziel. Die Einsätze wechseln zwischen halben Feuerautomatik und das Waffen und die Dreieck-Taste drücken. Ich hab gehabt, was jetzt hier in die Luft geflogen ist. Vor allem von wo? Ach, guck mal einer an. Du kleine Ralle. Ups, Entschuldigung. War kein Schuss. Alles nur Makulatur. Ja, ne, also so mit Stealth, das kann ich gut, wie man sieht, ne? Also mit der Zielgenauigkeit hält sich in Grenzen, ne? Das würde ich sagen. So. Zack. Fertig. Okay. This is HQ. Acknowledge. Sending reinforcements. Use extra caution. Quatsch. Acknowledged. Ja, ich versuche mal, ach guck mal, mein Leben regeneriert sich wieder. Das ist ja nice. Das wusste ich nicht. Ja, chillen wir mal kurz hier ein bisschen. Die 54 Sekunden, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ja, aber es fliegt auf jeden Fall die ganze Zeit in die Luft, wie ich höre. Also vom Stealth-Faktor her, wie gesagt, dann muss ich vielleicht noch ein bisschen üben, ja. Nicht mal den ersten Gegner. Aber egal. War auch vielleicht ein bisschen blöd von mir, ne, weil ich mich einfach hingelegt habe, ich Idiot. Ein bisschen weggehen hätte ich ja schon gekonnt. Aber egal. Egal. Also das frisst direkt mal 30% Tarnung, ne? Das ist schon krass. Ich finde es schade, dass ich die Gegner offensichtlich jetzt nicht mehr so wirklich würgen kann oder so. Das war sonst halt immer mega praktisch. Du. Mittlerer Osten, rote Zone. Okay. Ach, so ein extra Raum war es jetzt quasi, verstehe. Lohnt sich hier das Erkunden in dem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Snake, ja, auf jeden Fall erstmal lieber mal hoch. Running, Rolling can help you dodge enemy attacks and get past small gaps and obstacles. Nein! Ja, während des Rennens hat er auch gesagt, ich Idiot. Absolut mein Fehler. Lüft erstmal rein aus. Da ist die Treppe, okay. Da wäre ich wahrscheinlich runtergekommen. Hatte Rückenschmerz oder was? Muss man ein bisschen aufrecht wieder gehen. Kriegen wir hin. Da ist nichts. Oh, sind hier wieder Fotos im Spind? Das wäre nice. We gain. Leckeres Getränk mit verjüngenden Eigenschaften.
Schlepperkonsum, Leben und Psyche wieder her. Wir wecken die okay, das drücken, um es zu trinken. Ja. Schauen wir mal. Ja, aber ich weiß, ach so, genau, wegen der Sequenz. Ich weiß nicht, auch nicht, übrigens, was das Werner-Syndrom ist, aber irgendwas wahrscheinlich, wodurch man schneller altert. Deswegen, es scheint doch nicht so lange her zu sein, der zweite Teil, wie ich jetzt eigentlich vermutet hatte. Komm hoch. Ein bisschen schneller vielleicht, wenn es geht. Finde ich ganz nett. Nothing here. Ja, ich denke an die russischen Soldaten natürlich. An wen denn sonst? Also aus dem zweiten Teil. Gibt es nicht auch einen galanten Weg runterzukommen, ohne dass ich mich fallen lassen muss? Weil ich bin das so total laut. Achso, ich nehme mal lieber mein Messer, fällt mir gerade ein. Ich spacken. Ich verstehe es nicht. Was ist das für eine Geste? Okay, danke schön. Da ist nix. Da ist nix. Vielleicht finde ich da drin was? Stinkt bestimmt. Ah ja, wunderbar texturiert. Wie geil ist das denn? Wenn ich in dem Mülleimer bin, steigert sich mein Stresslevel. Wahrscheinlich wegen Platzangst. Geiles Detail. Hey! Wer? Wo? Oder wie? Ach, scheiße. Ah! Ich hau dir auf die Fresse! So, zack. Bin hier am Sack. Acknowledged. Ich renne einfach weg. Ach, du heilige Scheiße. Ich hab's geschafft! Wie schlecht. To keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Metal Gear? That's right. Just like Rex. But this gear's not a weapon. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you? I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. I call it the Solid Eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light amplifying night vision. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their home turf. Snake, I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. Operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. How thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. Huh.
I'll follow you wherever you go. Like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the solid eye. It's a war zone out there. Stay on your toes.